Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute gibt es ein neues Video und heute, Surprise, Surprise, ich bin nicht mit Sony unterwegs, sondern mit Nikon Z5. Bleibt dran! Ja, ich habe jetzt hier Nikon Z5 in der Hand mit dem Kit-Objektiv 24 bis 50 mm. Wir haben uns diese Kamera nicht gekauft, sondern von Fotohammer zur Verfügung gestellt gekriegt. Das ist eine Firma, wo ihr Equipment leihen könnt, Gerflix, und Equipment kaufen bei Fotohammer. Ja, und jetzt haben wir diese Kamera zum Testen und ich möchte jetzt meine Eindrücke schildern, wie ich jetzt diese Kamera fand aus der Sicht eines Sony-Users. Ihr wisst, also ich habe fast alle Sonys durch und jetzt habe ich gedacht, okay, mir wird es langsam langweilig, ich möchte was anderes ausprobieren. Und Nikon Z5 ist jetzt seit Juli auf dem Markt, also noch nicht so alt. Und ich habe mir über diese Kamera natürlich schon einiges angeschaut. Das ist auf jeden Fall eine Vollformatkamera und eine Einstiegs-Vollformatkamera in Nikon Mirrorless System. Also wir haben hier einen Sensor 24-36, Auflösung ist 24 Megapixel und die Kamera wird oft verglichen mit Sony Alpha 7 Mark III. Gut, lassen wir jetzt Sony Alpha 7 Mark III aus dem Spiel. Ich möchte jetzt einfach mal erklären, was ich mit dieser Kamera gemacht habe und wie schnell ich mich zurechtgefunden habe. Gut, also wenn wir jetzt die Kamera einschalten, Menü ist auf jeden Fall interessanter aufgebaut als früher. Also ich kenne die Kamera zum Beispiel Nikon D800, damit habe ich schon gearbeitet und Menüführung war für mich sehr abenteuerlich. Also hier muss ich sagen, Menüführung wurde verbessert und es erinnert mich an viele Kameras, ob das jetzt Sony ist, Canon, Fuji, also auf jeden Fall ist das aufgeräumter. Und ich finde das gut, dass man hier alles sehr schnell finden kann. Das ist natürlich ein Vorteil für diejenigen, die jetzt eine Vollformatkamera suchen und in Vollformatsegment einsteigen wollen. Wenn wir zum Geldbeutel sprechen, also die Kamera liegt jetzt aktuell bei ca. 1700 Euro und die gibt es nur mit dem Kit-Objektiv. Gut, das ist natürlich eine Sache, die kann einem gefallen, anderem nicht. Nehmen wir es so, wie es ist. Und deshalb verzichte ich jetzt auf andere Objektive und werde euch jetzt die Einstellungen erklären, die ich gemacht habe und werde ein paar Fotos zeigen, wie ich tatsächlich mit diesem 24-50 mm Kit-Objektiv gemacht habe. Also das ist jetzt keine lichtstark Granate, dieses Objektiv. Also Blende beginnt bei 4 im Weitwinkelbereich und endet mit 6,3 im Telebereich. Gut, das für, sagen wir, Kit-Objektiv ist das typisch. Also wir haben auch Kit-Objektive getestet auf Canon, auf Sony und alle Kit-Objektive, die sind nicht besonders lichtstark. Aber es geht jetzt darum, für wen ist diese Kamera interessant. Also die ist auf jeden Fall für die Leute interessant, die leicht unterwegs sein wollen, ja, die Kamera quasi in die Handtasche oder in einen kleinen Rucksack stecken wollen. Die ist interessant für Fotografen und für Fotografen, die auch ein bisschen filmen. Also wenn wir jetzt sagen, diese Kamera ist rein für Filmen, da würde ich sagen, nicht ganz, weil, also wenn wir jetzt hier beginnen mit dem Klappdisplay, also da haben wir hier die gleiche Geschichte wie bei Sony Alpha 7er Reihe, bis auf die Alpha 7S III. Also wir haben jetzt quasi nur so ein Klappdisplay, also nach vorne nicht aufklappbar, also das heißt für Vlogging zum sich selbst filmen ist das nicht ganz so toll. Aber kommen wir erstmal zur Fotografie. Was habe ich jetzt hier festgestellt? Also die Kamera hat auf jeden Fall moderne Features, wie zum Beispiel Augenerkennungs-Autofokus. Wenn ich jetzt zum Beispiel Micho fotografiere, dann springt sofort ein Augenerkennungsrechteck und ich sehe, okay, also das funktioniert ganz gut. Man muss hier auf Continuous Autofokus einstellen und im Menü individuelle Einstellungen muss man dann Augenerkennungs-Autofokus einstellen. Entweder nimmt man nur Augen oder Augen und Gesicht oder man kann zum Beispiel Tiererkennungs-Autofokus machen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, wenn wir das gar nicht wollen, zum Beispiel wenn ich Landschaften fotografiere, ich habe das schon bei Sony festgestellt,
Wenn wir Augenerkennungsautofokus nicht ausschalten, dann sucht sich die Kamera irgendwelche Augen, wo es keine gibt, und dann haben wir einfach Störfaktor dieser Augenerkennungsautofokus. So, jetzt schaut bitte, ich habe jetzt einfach mal auf Micho die Kamera gerichtet und Augenerkennungsautofokus, der zieht mit. Also der sitzt fest auf Michos linkem Auge, ja, und wenn ich die Kamera bewege, er springt ab und zu mal vom links nach rechts, ja, aber es ist nicht schlecht. Auf jeden Fall, Augenerkennungsautofokus funktioniert. Ich mache jetzt ein schönes Foto. So, lächeln, denk an was Schönes. Zack. So, und so sieht das aus. Die Kamera hat ein Touch-Display. Touch-Display ist nicht mein Lieblingsfeature bei keiner Kamera, bei keinem Modell, bei keinem Hersteller. Meistens schalte ich das aus, aber hier fand ich das gar nicht so schlecht. Und zwar folgendes, also wenn ich jetzt zum Beispiel fotografiere, dann kann ich einfach mal auf Display tippen und dann habe ich sofort ein Verfolgungsrechteck. Also das heißt, da wo ich hier antippe, dieser Fokus bleibt hängen und so kann ich zum Beispiel die Bildkomposition ändern oder dass ich neu fokussieren muss. Das ist natürlich super schön. Ja? Und was ich jetzt gemacht habe, es gibt hier zwei Funktionstasten. Funktion 1, Funktion 2. Also meistens, die Leute beschäftigen sich nicht mit Funktionstasten. Ich habe das jetzt gemacht. Ich habe Funktionstasten belegt. Also Funktion 1 ist bei mir exakt dieser Verfolgungsautofokus, ja, der jetzt gerade am Denkmal klebt. Und die Funktion Taste 2 habe ich jetzt belegt mit Gitterlinien. Weil Gitterlinien sind super praktisch, speziell bei Architekturfotografie, bei Stadtfotografie, bei Landschaftsfotografie. Also das kann man sehr gut gebrauchen. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen fotografieren. Ich werde euch zeigen, wie ich fokussiere, was ich fokussiere, welche Motive ich wähle und werde noch ein paar Worte dazu sagen. So, was ich noch nicht gesagt habe, die Kamera zeichnet auf SD-Karten auf. Und wir haben zwei Slots für SD-Karten. Das ist super praktisch, weil viele von euch haben wahrscheinlich schon einige SD-Karten dabei. Also das heißt, die könnt ihr hier gerne nutzen. Und was ich super praktisch finde, also hier zum Beispiel Monitor und Sucher kann man manuell umschalten, direkt mit diesem Knopf. Also man muss jetzt nicht lange suchen. Also es geht zum Beispiel nur Monitor oder nur Sucher. Oder automatisch umschalten, also das heißt mit diesem Knopf seid ihr dabei. Und Dioptrienausgleich ist hier auch, also für mich zum Beispiel, ich habe jetzt keine Brille, sondern Kontaktlinsen, also das heißt, ich kann das hier das Ganze gleich einstellen. So, und jetzt fotografiere ich schon mal mit Blende 10. Ich habe hier eine super schöne Aussicht, ich werde gleich hier mit automatischem Fokus fotografieren. Obwohl ich bin jetzt im Bereich 50 mm, normalerweise automatische Wahl von Fokusfeldern und davon gibt es 273 Stück. Ja, also das überlasse ich dann der Kamera bei Weitwinkel, aber hier bei 50 mm geht das natürlich auch wunderbar. Und jetzt mache ich die Aufnahme von der Landschaft, genau so. Ja. Oder ich kann jetzt sagen, okay, also ich setze jetzt hier einen Punkt auf irgendwas im Tal oder ich setze einen Punkt auf die Burg und dann funktioniert das wunderbar. Übrigens, Serienbildgeschwindigkeit liegt bei ca. 5 Bilder pro Sekunde. Also das ist nicht ganz so schnell wie zum Beispiel Sony, mit der die Kamera gerne verglichen wird. Aber gut, wir sind jetzt im Einsteigerbereich, deshalb ist das okay. Und jetzt versuchen wir noch ein paar andere Motive zu fotografieren, zum Beispiel Nahaufnahmen, irgendwelche Blätter, Bäume und so weiter. Und dann werdet ihr sehen, wie ich das mache. Die Aufnahme mit Blende 10 habe ich schon gezeigt. Jetzt möchte ich eine Aufnahme machen mit offener Blende. Und zwar habe ich jetzt Blendenvorwahl und ich werde jetzt auf die Rinde fokussieren, einfach mal mit dem Touch. So, und dann können wir schon mal schauen, wie sich Bokeh schlägt. Das ist jetzt Brennweite 50 mm und wie ich sehe, das funktioniert nicht schlecht. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Schärfe bei offener Blende, bei diesem Kit-Objektiv, ein kleines bisschen zu wenig ist. Also wenn wir alles ziemlich scharf darstellen wollen, dann würde ich sagen, okay, macht die Blende ein bisschen zu, das wird euch auf jeden Fall helfen. Aber was mir jetzt gefallen hat, dass ich jetzt einfach mal auf einen beliebigen Punkt touche, ja, touch, zack, und so kann ich mit diesem Punkt arbeiten, verfolgen. Also das ist für mich jetzt quasi so eine kleine Entdeckung. Finde ich gar nicht so schlecht. Und jetzt das gleiche nochmal mit 24 mm. So.
Das ist jetzt die Blende 6,3. Ich mache jetzt Blende 4. Da gucken wir uns das Ganze nochmal an. Zack. So sieht das jetzt aus. Ja, gar nicht so schlecht. Einige haben mich schon im YouTube kritisiert, dass ich nicht wie ein richtiger Fotograf durch den Sucher gucke. Ja? Jetzt kann ich natürlich durch den Sucher gucken. Ich habe jetzt das so eingestellt, wenn ich durch den Sucher gucke, dann wird automatisch vom Display auf Sucher umgeschaltet. Aber ich möchte mich jetzt ein bisschen rechtfertigen, obwohl ich das gar nicht muss. Ja? Wenn ich zum Beispiel Landschaften fotografiere, dann bevorzuge ich niedrige Positionen. Das heißt, ich kann jetzt hier quasi aus der Grasnähe fast fotografieren. Und das ist mit dem Display auf jeden Fall viel bequemer als mit dem Sucher. Und ihr seht, ich löse mit dem Daumen aus. Das ist auch meine Technik, die ich mir im Laufe der Jahre quasi eingearbeitet habe. Ja, also das funktioniert ganz gut. Und was wir noch machen können, also ich werde jetzt auf jeden Fall ein kleines Video mit euch drehen. Also Video funktioniert auch ganz gut. Ich habe jetzt hier eingestellt 4K. Also 4K hat maximal 30 Frames pro Sekunde. Das ist mir ein bisschen zu wenig, aber das macht nichts. Ich mache jetzt einfach mal hier erstmal anfokussieren. Das ist IFS, also das heißt einmal fokussiert. Und dann mit dem roten Knopf kann ich jetzt auslösen. Also die Aufzeichnung läuft. Ich höre auch jetzt Originalton. Also wir haben hier eingebaut ein Stereomikrofon. Und mit diesem Mikrofon werde ich jetzt quasi den Ton auch aufzeichnen. Gut, also die meisten arbeiten mit externen Mikrofonen oder mit Richtmikrofonen oder mit Funkmikrofonen. Aber das ist jetzt das, was wir für Video auch haben. Und apropos Video, ihr könnt diese Kamera natürlich auch mit einem Gimbal nutzen. Zum Beispiel Ronin SC. Also das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, also wir nutzen diesen Gimbal auch mit unseren Videokameras. Und es gibt hier natürlich alle nötigen Anschlüsse, wenn ihr Videos macht. Zum Beispiel HDMI, USB-C, das finde ich sehr gut, weil einige Kameras verbauen noch alten USB, Micro-USB-Anschluss. Also hier, also USB-C, Mini-HDMI und dann gibt es noch so einen Anschluss für Fernbedienung. Gut, der werde ich jetzt nicht nutzen. Und dann haben wir auf jeden Fall Anschluss für Kopfhörer und für externen Mikrofon. Also das heißt, für Video ist diese Kamera natürlich auch gerüstet. Ja, und so sieht das aus. Also die Aufnahmen habt ihr gesehen. Ich habe jetzt fotografiert quasi Panoramalandschaft. Ich habe ein bisschen Landschaft normal fotografiert. Ich habe jetzt ein bisschen Makro fotografiert, also die Rinde oder Makro-Micho. Und da habe ich Augenverfolgungsautofokus benutzt. Ja, also diese Fotos sprechen für sich. Also wie gesagt, die Kamera hat uns jetzt Fotohammer und Gerflix geliehen. Das ist im Prinzip eine Firma, also die verleihen Equipment und verkaufen Equipment. Und wenn ihr so eine Kamera kaufen wollt, bis zum 11. Oktober hat uns Gerflix und Fotohammer 3 Gutscheincodes gegeben. Also die sind jetzt eingeblendet, zum Beispiel für Nikon Z5, dann für Nikon Z6 und für Objektive. Also die ganzen Codes sind drunter und da könnt ihr einfach auf die Webseite von Fotohammer gehen und dort mit diesen Codes kaufen. Ansonsten ruft dort einfach an und fragt wie und was und die erstellen für euch natürlich auch gerne ein Angebot. So, das ist jetzt die Nikon Z5, Einsteigerkamera für alle, die zum Vollformat wechseln wollen oder jetzt gerade vor der Entscheidung stehen, Vollformat oder nicht Vollformat. Kann ich jetzt diese Kamera empfehlen? Ich kann diese Kamera empfehlen, allerdings stört mich ein bisschen, dass sie nur mit Kit-Objektiv zu haben ist. Ja, also ich würde doch irgendwie Nikon vielleicht bitten, dass sie sagen, okay, wir können das mit Kit-Objektiv verkaufen oder ohne Kit, weil da kann man vielleicht ein paar hundert Euro sparen und dieses Geld in ein besseres Objektiv investieren. Aber gut, vielleicht kommt der Nachfolger und dann werden wir sehen, was passiert. Ansonsten, die Kamera ist sehr leicht. Die Kamera ist ein bisschen kleiner als die Kameras zum Beispiel Z6 und Z7. Also Z7 habe ich jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber Z6 ist größer, ist auch schon ein bisschen älter, ein bisschen länger auf dem Markt. Auf jeden Fall ist das eine interessante Einsteigerkamera. Ich habe mich im Menü sehr schnell zurechtgefunden. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich musste nicht lange suchen. Ich habe vielleicht so eine Stunde gebraucht, ohne Gebrauchsanweisung zu lesen. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte. Wenn wir Gebrauchsanweisung nicht lesen müssen und alles intuitiv finden, dann spricht das natürlich für die Kamera. Und die Fotos habe ich euch gezeigt, also die Fotos normal und die Fotos vergrößert. Da könnt ihr euch selbst natürlich ein Urteil bilden.
Für alle unsere Kanalmitglieder stelle ich jetzt ein paar Rohdaten zur Verfügung, sodass ihr diese Fotos angucken könnt. Auf jeden Fall lohnt es sich, unseren Kanal zu abonnieren und Mitglied zu werden. Ja, und ansonsten, wenn ihr noch mehr lernen wollt zu Themen Fotografie, Bildbearbeitung in Photoshop, Bildbearbeitung in Lightroom, dann könnt ihr gerne zu uns in den Shop schauen. Also wir haben verschiedene Produkte wie Lernvideos, Presets und Aktionen. Wir haben Workshops, entweder reale Workshops oder Workshops online. Also für jeden ist was dabei. Also, dann macht's gut. Macht hübsche Bilder mit Nikon oder mit der Kamera, die ihr habt. Und vergesst nicht, Oma und Opa zu grüßen. Ciao.